Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir müssen nach Triss Merigold suchen. Und zwar haben wir da einmal Sprich mit den Bettlern über den Bettlerkönig. Da sind ja auch überall Bettler verteilt. Da sind auf der Minimap, guckt mal auf die Minimap, zig Markierungen, wo es da weitergeht. Und such auf dem Marktplatz nach Dieben und folge ihnen vorsichtig. Auch eine Menge Diebe, wo wir verfolgen können. Gehen wir mal gucken. Ja. Oh, verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck! Ich wurde ausgeraubt! Dieb! Ja. Brauchst du etwas, Meister? Hier sind überall Diebe. Taschendiebstahl können wir nicht. Aber wir können sonst alles mitgehen lassen. Und ich habe gerade die Hexersinne aktiviert. Können wir damit die Diebe entlarven? Ich vermute mal. Oh, ich sehe nichts. Aber wir können. Das Kapellendach ist völlig durchlöchert. Er hat was gemerkt. Ich muss weiter zurückbleiben. Ja. Ja, da hinten ist er. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Da hinten ist er. Wohin ist er? Wohin ist er? Siehst käsig aus. Da geht er rein. Okay. Ruhig, ruhig. Dahin. Almosen für die. Herr, hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Jetzt sind wir gleich in der Bettlersuche drin. Geben wir ihm die 20 Kronen, dann sagt er sich bestimmt. Wir sagen ihm, wo der Bettlerkönig ist. Hier. Yeah. Danke, barmherziger Mann. Willst du meine Geschichte hören? Ein andermal. Ich bin in Eile. Du bist aber gruselig. Ich dachte, er würde uns jetzt sagen, wo der Bettlerkönig ist. Jetzt haben wir 20. Aua. Wir dürfen nicht verlieren und ruhig. Gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziemlich profitabel sein. Ich hab ihn immer noch im Auge, oder? Da hinten geht er noch. Jetzt ruhig. Wir gucken hier runter. Ganz unauffällig. Wir spazieren nur ein bisschen durch die Stadt. Hier ist eine zwielichtige Person.
Hier sind viele zwielichtige Gestalten. Hatte der nicht vorher irgendeine Kapuze an, der Dieb, den wir verfolgt haben? Oder verfolgen wir jetzt auf einmal wieder den Bettler? Hey, Halsabschneider! Wir gehen ganz unauffällig. Wir gehen hier nur ein bisschen im Regen spazieren. Es regnet ja noch nicht. Im Sturm spazieren. Spazieren gehen. Das ist ein... Wem folgen wir da? Da stand jetzt Städter über ihn, oder habe ich das... Ich glaube, wir falschen einem Volk... Fass mich nicht an. Wir folgen einem Falschen. Ich will mein Prügeldick, die Damen betteln um nen Fick. Quest aktualisiert. Ja, was ist jetzt ein, was haben wir jetzt rausgefunden? Das ist doch ein Städter. Was hast du vor, mein Bester? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aufmachen! Wer bist du und was willst du? Ich bin ein Mutant. was ist denn da hinten? Ja, das fragen wir zuerst, klar. Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Und siehst du nicht, was ich bin? Ich bin ein Mutant. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Bin gerade blank. Ne, wir haben Geld, aber Mist, ich hätte in Enttäuschungsstufe. Aber brauchen wir Axi sonst so viel, dass es sich da lohnt, Fertigkeitspunkte zu investieren? Ich würde lieber mein Ixi stärker ausbauen. Nochmal 50 Kronen. Okay. Fang. Du darfst rein. Hopsa. Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Die schließe ich hier schön sicher weg. Ich soll meine Waffen abgeben? Das finde ich jetzt nicht so gut. Und wenn ich mehrere im Inventar habe, nimmt der uns die alle ab. Wir kommen sonst nicht rein. Aber was er uns nicht abnehmen kann, sind unsere Zeichenmagie. Unsere Magie. Okay. Gut. Pass auf, dass du sie nicht verlierst. Keine Sorge. Die warten auf dich, wenn du mein König warst. Also ohne meine Schwerter fühle ich mich nicht so wirklich wohl. Hier haben wir noch einen Händler. Ja, schrei doch nicht so. Hab doch nichts gemacht. Hier ist ein Händler. Hm? Zeig mir dann. Der will ja auch schon wieder Quint spielen.
Was hast du anzubieten? Satteltaschen? Kapazität der Satteltaschen 100. Moment, ich muss nachgucken, ich weiß es nicht mehr. Bis dann. Inventar, und wie hat uns tatsächlich unsere Satteltaschen 70, wir haben 30 Inventarplätze mehr. Wenn ich die jetzt nicht kaufe, die muss ich haben. Besser nichts klauen, das gibt's Ärger. Nein, ich will doch. Ich will. Nein! Angebot. Was hast du anzubieten? Und dann, ich will. Moment. Satteltaschen, bitte. Die kosten 900! 900 Kronen! Boah! Okay. Da können wir ihm gleich die alten wieder verkaufen. Bis dann. Moment. Jetzt haben wir, hab ich die? Do. Okay. 160 Inventar! Das finde ich super. Und die verkaufen wir gleich wieder. Ja, ich will ja meine alten Satteltaschen. Ich habe so viel Zwergenschön gesoffen. Ich will ja meine alten Satteltaschen verkaufen. Was hast du anzubieten? Die alten Satteltaschen. Zerschlissene Satteltaschen. Wir kriegen nur 49. Und der hätte zwei Paar Satteltaschen? Ja, wir brauchen ja nur eine. Okay, das war's dann. Bis dann. Ein guter Kauf. Auch wenn es sehr teuer war. Dann sind wir wenigstens vielleicht ein... Der Wind heult. Dann sind wir gleich ein bisschen... Ich sehe auf einem Auge nicht stehen. Nicht anpass sein. Danke, Herr. Du hast das reinste Wunder gewirkt. Ich will's dir vergelten. Dann überzeugt das Pakt im Stadtrat, dass Zauber kein Jux, sondern unbedingt notwendig sind. Man würde nicht auf mich hören, Herr. Sie haben Angst vor Menge. Dann sag ihnen, wenn einer von ihnen krank wird, kann er den Kopf in die Flammen des ewigen Feuers stecken. Und jetzt gestatte mir etwas Ruhe. Okay, nein, ich meine, jetzt sind wir ein wenig später überlastet. Nein. Geh mal bitte ruhig gehen. Hier ist niemand. Hier muss ich mal umgucken. Muss ich mich mal umgucken, ist meine Pflicht. Und ein Fläschchen nehme ich nicht. Natürlich nehme ich es mit. Nur umgucken. Naja, ein bisschen schäbig die Schlafplätze hier. Und hier gibt es auch sonst nichts. Hier gibt es doch was. Ich gucke mich gerne mal so ein bisschen um, so die Sachen an und... Vielleicht finde ich ja was Nettes. Wohl hier nicht. Ja, hat sich voll gelohnt, hier hochzugehen. Wir konnten ein paar Kerzen ausmachen. Hat sich also super gelohnt. Aber gucken wir jetzt mal. Hey, grauer Ritter, brauchst du einen Knappen? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Gehen wir zum... Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Das ist aber eine hübsche Kette. Wo hast du die denn her? Lag auf der Straße. Ich hab sie aufgehoben. Siehst mir geradewegs in die Augen und lügst. Genau wie dein Vater. Guter Junge. Jetzt geh spielen. Mama braucht vor der Arbeit noch etwas Schlaf.
Ja, klar. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Ja, also, klar, der Junge hat die Kette auf der Straße gefunden. Genauso wie wir all die schönen Sachen überall finden. Wenn ich also hier mal so umgucke und dann finde ich überall Sachen wie hier. Zwergenschnaps hab ich gerade gefunden auf der Straße. Gehört ja niemandem. Und, wie stehen die Dinge? Gut. Immer mehr Leute suchen Hilfe in unserem geheimen Kliniken. Mengeshunde vertreiben sie nicht mehr? Eine unheilbare Krankheit ist wohl noch schrecklicher als Folter. Dann rechne ich mit höheren Tributeinnahmen. Du nimmst schon 8/10 von dem, was wir erhalten. Ja, aber bedenke, dass ich es bin, der all eure Verstecke und Schlupfwinkel sichert. Dann reden wir mal mit. Da ist. Muss man was riskieren. Wir haben Triss gefunden. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr. Nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Das ist doch gar kein Problem. Ja, woher wusste er, dass wir nach ihm suchen, oder was willst du von mir? Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Jo, und die macht euch die Tempelwache keinen Ärger? Wie nennst du denn diesen Ort hier? Würde mich beide interessieren. Warum kann ich nicht beides gleich fragen? Ich würde doch beides gerne fragen. Ich würde das beides gerne wissen. Ja. Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknöpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut. Ich sage Steuer. Du sagst Dieb. Ich sage hart arbeitender Außendienstler. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war's? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ja, was willst du? Und das klappt nie im Leben. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleisch. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit.
Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm, verschafft er ein... Oh, Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und die wiedergebe. Und das mache ich auch. Hier ist dein Zeug. Danke. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Okay, wir haben auf jeden Fall Triss Merigold gefunden und... lass dich wegrennen. Folge Triss! Ihr habt mich mit einem verspierenden Humpen in der Hand. Singt meinem Land. Ja, wenn ich langsam gehe, dann geht's ja auch langsam. Und wenn ich renne, dann komm ich... dann überhole ich sie. Wie soll ich hier dann folgen? Hier geht's rein. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Okay, da muss ich wieder... Man muss Opfer bringen. Triss, du musst halt im dreckigen, kalten Wasser tauchen. Ist halt so, Süße. Nein, natürlich hole ich sie. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. 2. Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine Wundenpumpe. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Nun? Nun? Ja, mehr sagst du nicht als nun. Wir nehmen noch ein bisschen was mit. Wie gesagt, das ist nicht klauen, das ist... Ja, wie hat der Bettlerkönig noch gesagt? Das wollte ich jetzt gar nicht, aber praktisch, da müssen wir gleich sowieso runter. Hallo? Noch gucken, wir haben ja größere Satteltaschen und die müssen wir jetzt füllen.
Das ist dringend notwendig. Zwergenschnaps. Nein, ich würde... Was machst du? Geralt. Ich habe da noch wichtiges Zeug hier liegen. Zum Beispiel da hinten. Rohes Fleisch. Schmuggler? Nein, das wollte ich. Ich wollte da hinten. Lass mich mal dahin. Komm, lass mich mal. Ihr habt noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Ja, mache ich doch gleich. Nein. Ich komme da nicht ran. Da war es doch. Aufnehmen. Da ist was sehr, sehr Wichtiges drin. Ich weiß es. Nicht ausmachen. Ich will annehmen. Aufnehmen. Altes Bärenfell. Das habe ich dringend gebraucht. Wir müssen doch die Satteltaschen füllen. Chimerischer Roggenschnaps? War das Roggenschnaps? Klingt nämlich auch lecker. Aber nicht so gut wie Zwergenschnaps. Haben wir irgendwo hier Zwergenschnaps? Ich brauche dringend Zwergenschnaps. Da geht's ja um. Die bauen alle hier vierstöckig oder was? Zweistöckig, dreistöckig. Alles Hochhäuser hier. Zwergenschnaps, ja! Nein. Klar, den hab ich vergessen. Da ist eine Wasserflasche. Nicht so gut wie Zwergenschnaps, aber immerhin. Wir müssen ja alles mitnehmen. Alkohest. Okay, das war es dann. Wir können in den Keller, in die Kanalisation. Hört sich sehr einladend an. Machen wir es uns also auf in die Kanalisation. Aber nicht ohne, dass ich hier noch ein paar Büchlein... ein bisschen Kräuterschnaps und dann zweimal. Oh, mein heißgeliebter Zwergenschnaps. Sicherheitshalber? Da hab ich dann auch was vergessen. Da hab ich noch was. Hallo? Hallo? Ich habe hier, wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt, dass ich mittlerweile wohl eine mittelgroße Bibliothek mitschleppe. Und ab in den Keller. Setze deine Hexersinne ein, um den Geheimgang zu finden. Und öffne sie dann. Um die Geheimgang. Schluss jetzt! Was ist? Ertrunkene? Triss macht dich schon fertig. Da will ich nicht stören. Ich kann aber hier nichts. Können wir auch lernen, solche Feuerbälle zu schleudern? Das ist ziemlich cool. Das ist aber ziemlich cool, ein Monsterohr. Ist ziemlich cool. Nein, Monsterohr ist nicht cool, aber Feuerbälle schleudern ist cool. Fährtenleserhandschuhe, Schema. Aber die sind, glaube ich, nicht besonders gut und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da irgendwas zu. Wir müssen ja sowieso die Hexersinne machen, also können wir sie auch zum.
zum Suchen von Zeugs einsetzen. Wir klauen ja nicht. Wir klauen ja nicht. Das ist kreative, kreative Sachenbeschaffung. Es zieht. Es muss ein Ausgang sein. Sonst hätte es Britt uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Ja, ich muss aber erst hier gucken. Den Hebel finden wir schon noch. Immer nur die Ruhe. Hier zum Beispiel. Freie Stadt Nottingham. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lochmoin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln. Aber die Zwerge kontrollieren praktisch das finanzielle Leben der Stadt. Offiziell heißt es, dass Novigrad neutral bleiben wird. Aber das glaubt wohl niemand mehr. Naja. Wenn's Britt recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Ja, das kann ich nur sagen. Also komm ruhig rein, die stinkenden Öle. Herrlich. Hast nachher so eine glatte Haut und schöne Haut wie wir. Hier. Wäre das nichts für dich, Driss? Wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen das Paket kriegen. Ja, komm rein, wir tauchen ein bisschen. Wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen das Paket kriegen. Und hier unten sind bestimmt auch noch Ertrunkene. Dann tauchen wir mal ab. Und ich darf nicht mein Sauerstoffgehalt, meine Sauerstoffanzeige außer Acht lassen. Ist hier was? Auch mal ein Silbersteiner Schwert. Alles mal mitnehmen und dann mal schnell auftauchen. Hier ist nichts. Das muss doch hier. Ah, da hinten ist etwas zum Untersuchen. Das machen wir aber erst, nachdem wir aufnehmen. Hier. Ein Ledersack, wir haben ihn gefunden. Das war ja nicht schwer. Und Driss ist nicht mitgekommen. Das hätte ihrem Teint so gut getan, die stinkenden Öle hier drin in der Brühe. Aber selber schuld. Wir hatten das ganze Vergnügen hier. Und wir haben jetzt die schöne Haut und den ölig glänzenden Stinketeint. Hallo? Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Beeilen? Ja, dann rennen wir doch mal ein bisschen. Ich muss hier die richtige Geschwindigkeit
Wenn ich zu schnell laufe, komme ich. Soll ja folgen. Folgetriss. Almosen für die Armen. Und wenn ich zu schnell laufe, dann laufe ich vor und kann nicht mehr Triss folgen. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Gibt's ein Problem? Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier. Habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Ja, an die Arbeit. Du zahlst im Voraus, die Hälfte im Voraus. Ja, ich hätte gern das Ganze im Voraus. Das ist, nur Bares ist Wahres und Vorauskasse gibt's heute. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Okay, wir müssen jetzt auf Rattenjagd, beziehungsweise Rattenfallen, Ratten. Ratten wir los. Ey, wo willst du hin? Ja, Der Lagerhausauftrag wartet nicht, weißt du? Ja, klar, ein wichtiger Auftrag. Kannst das Ziel nicht angreifen? Ich will doch nur die Ratten. Aber das bringt wohl nichts. Geben wir auch keine Erfahrungspunkte oder nicht viel? Nein! Warum habe ich jetzt unser. Was habe ich für eine Waffe ausgerüstet? Warum nicht mehr unser Beilchen? Das ist doch stärker, aber. Was habe ich ausgerüstet? Den Wolf habe ich ausgerüstet. Na, lassen wir mal. Probeweise. Da haben wir auch drei so Glyphenplätze. Aber ich weiß nicht, welche ich daran friemeln sollte. Warum habe ich jetzt. Ich will den normalen Bolzen, den. Davon habe ich ja nur 7. Die will ich nicht benutzen. Warum habe ich die jetzt. Ach, wo der unsere Waffen hatte. Der hatte jetzt ablegen. Die normalen Armbrustbolzen. Die reichen erstmal aus. Die anderen hebe ich mir auf für was Besonderes, für besondere Gegner. Habe ich doch nur 7 Präzisionsbolzen. Sonst habe ich im Moment, ich guck mal, ob ich jetzt ein kleidungsmäßig bin ich. Die Schwertmeisterstiefel sind 2 besser. Aber die anderen sind schicker. Und schwertmäßig sind wir also gut. Die hätte 5 mehr Schaden, aber dafür hat die hat unser Wolfsschwert lassen wir es mal so. Müssen wir da wieder Hexersinne machen? Ich denke ja. Wir müssen für 3 Orte platziere Rattenfallen rund um das Lagerhaus. Lass dich von deinen Hexersinnen leiten. Das mache ich ja mal. Wahrscheinlich hier. Untersuchen, hallo? Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Ja, trotzdem.
Er hat uns auch das Geld im Voraus gegeben, also. Und er hat nicht wollen handeln. Hier. Ein Meistermonster-Schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Rattenscheiße. Ja, das ist ein Extremauftrag für uns als Hexer. Das müsste auch unter Hexer-Quest stehen, also hier diese Monster zu jagen. Wo könnte da noch ein Rattenlöchelein sein? Kera oder Kaira, die würde ja jetzt in Panik verfallen bei den ganzen Ratten. Die mag die ja so. Wie wir ja wissen. Aber Drift scheint das nichts auszumachen. Wo könnten wir da noch suchen? Ja, Hexer sind ne. Da haben wir doch schon. Ah, haben wir noch nicht. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Okay, dann aktivier mal. Okay, dann nun? Reden. Dann reden wir mal. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ja, wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, was zwischen Geralt und Triss da alles so gelaufen ist. Ich hätte die ersten beiden Teile doch besser vorher gespielt. Bist du das oder tust du nur so? Gut, dass es zwischen uns keine Spannungen gibt. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Sagen wir halt das Erste. Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Er hätte sich der Wahrheit stellen können. Oder vielleicht hast du Rest. Vielleicht hast du Rest. Ne, vielleicht hast du Recht. Nein. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht dir gut, nicht schlecht, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, es ging ihr doch eigentlich ganz gut, wo wir sie das letzte Mal gesehen haben. Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir.
die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Oh je, jetzt geht's rund. Ich bring dich! Auf ihn! Von beiden Seiten! Aber Hexenjäger brennen auch gut. Brennen sehr gut. Igni! Hui, hui! Moment, ich muss mein Feuer noch aufladen, mein Igni! In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Eingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Okay, aber erst müssen wir noch einiges mitnehmen. Und wie gesagt, Hexenjäger brennen auch super. Finde ich gut, dass die schön brennen. Okay, wir sollen raus. Können wir noch mit ihr reden? Nun? Ja, nun, wir gehen raus. Töte mich nicht, guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Okay, du solltest besser auf dich aufpassen. Oder schon gut. Ja, sie sollte besser auf sich aufpassen. Wenn wir nicht da gewesen wären, wäre Triss vielleicht jetzt auch auf dem Scheiterhaufen gelandet. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War aber schön, dich wiederzusehen, Triss. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Wir werden sicher mal wieder vorbeischauen. Wiederzusehen. Wir haben sie zum ersten Mal gesehen. Da wir eben die vorangegangenen Teile nicht gespielt haben. Wir haben neue Quests und finde die Träumerin im alten Haus. Und das machen wir auch. Machen wir auch irgendwann. Ich guck mal auf die Karte. Hier sind noch Quests. Anschlagbretter mit vielen. Und die Gänsemöse. Da werden wir auch nochmal hingehen. Und hier ins Umland, ein schwer bewachter Schatz, Fragezeichen, eine Quest.
Oh je, oh je, oh je. Hier ist noch eine Quest. Markieren wir die mal. Und gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Denn ihr merkt ja schon, die Folgen werden sehr, sehr lange, weil wenn ich hier rumspiele und in der Geschichte und in der Welt gefangen bin, vergesse ich alle Zeit. Aber irgendwann muss ich dann sagen, ja, jetzt Ende der Folge, bis zum nächsten Mal. Und das mache ich jetzt. Tschüss und ciao.